Ja, liebe Leute, da sind wir wieder bei Deus Ex Human Revolution. Ich bin euer Razer LP und zusammen schlagen wir uns gerade durch eine der Fertigungsanlagen von Seraph Industries, denn wir wollen hier ein paar Terroristen, Schrägstrich Puristen, die definitiv gegen die Augmentierungen sind, die wir herstellen, aufhalten. Immerhin versuchen die uns gerade das Leben sauschwer zu machen. So, was haben wir denn hier drüben noch? Was haben wir denn da noch? Da haben wir auf jeden Fall ein Sicherheitssystem. Hier möchte ich jetzt nicht spielen. Und da bin ich hergekommen. Ja, da ist also nicht mehr sonderlich viel. Dann sprinten wir einmal gerade hier um die Ecke. Oh mein Gott. Irgendwas ist misstrauisch geworden. Nein! Sie werden uns entdecken und wir werden alle sterben. Hoffentlich nicht. Was haben wir hier? Kein Code gefunden. Gut, dann hacken wir das Ganze. Wie wir feststellen, scheint dieses Hacken-Minispiel ziemlich essentiell zu sein. Ich finde, das ist nur am Anfang immer ziemlich weit reingezoomt. So, da können wir nur in die eine Richtung. Das bringt uns also nichts. Hier können wir auch nur in die eine Richtung. Dann ist der optimale Weg 1, 2, 3 dahin. Okay. Und los. Ganz toll, direkt beim ersten Versuch aufgeflogen. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir das aber locker. So, guck. 27 Sekunden, 26, 25. Ohne Ende Zeit. Ach, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Tür auf. Hallo. Oh, so ein Raum hatten wir doch gerade schon. Ja, ja, ich weiß. Kann ich das aufmachen? Nein. Na dann. Wow. Hi, ihr. Alter! Wonach sucht er bloß? Vermutlich nach Beweisen, dass uns diese Wichser belügen. Genau wie Sieg gesagt hat. Ich hoffe, Sieg weiß, was er tut. Ich auch, Mann. Ich auch. So, einen schalten wir aus. Vielleicht merkt das der ja gar nicht, der gerade direkt daneben war. Okay, ich denke, er hat's gemerkt. Und seine Freunde haben das auch gemerkt. Aber wir haben doch hier gerade was Schönes gefunden. Laden wir doch einfach einmal nach. Ja, wenn er nachgeladen hat. Zack! Oh, was das für eine Durchschlagskraft hat. Das ist doch schön. So, dann gehst du mal darüber. Hier sind noch überall welche. Und zack! Auf Wiedersehen! Ihr dürft mich nicht mehr sehen. Muss ich langsam mal nachladen. 30 Schuss oder so. Irgendwann Ende. Ja? Du kannst dich. Hi! Bam! Und auch weg mit dir! Oh, diese Arme sind so cool. Leider ist es ein bisschen blöd, dass ich für jeden Angriff so eine Energiezelle brauche. So, einer ist hier noch. Und an den werde ich mich ranschleichen. Und ihn eiskalt von der Seite erledigen. Wunderbar. So, die Warnung ist auch aus. Dann kann ich ja mal mit dem Looten anfangen. Und untersuchen. Und oh, guck mal, was wir da haben. Noch mehr Credits. Gebt mir all euer Geld. Ja, und alle eure Waffen. Und überhaupt alles, was ihr dabei habt. MP-Munition. Da bin ich hergekommen. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Ah, die sind doch wieder verdächtig. Dupp-di-dupp-di-dupp. Ha, was sag ich? Da ist was drunter. Hi. Ich will mich aber noch zuerst zu Ende umgucken in dem Raum. Der sieht nämlich ziemlich... Da geht's auch irgendwo hin, aber ich will gleich erstmal... da ist mein Ziel. Da will ich noch nicht hin. Ich will hier noch die Nebenräume erkunden. Oh, guck mal, da liegt noch was. Gut, dass ich nochmal alles durchsucht habe. So, dann schaue ich mich jetzt erstmal in dem Rohr um, weil Rohrreisen sind toll. Huch, Update Reisender, 100 EP. Warum auch nicht? So, hallo, ist hier jemand? Test 1, 2, 3? Nein, keiner? Gut. Was haben wir hier? Ah, hier werden wir dann da rausgekommen, dann habe ich eine Tür weniger, die ich untersuchen muss. Aber hier war noch eine Tür und da würde ich gerne wissen, was da drin ist.
Hier ist Kram, hier ist Elektroschockpfeile, die ich nicht brauchen kann, und eine Splittergranate, das heißt, jetzt kann ich den Puristen den Hintern wegsprengen. Das ist natürlich auch sehr cool. So. Was haben wir denn noch hier? Was haben wir denn noch hier? Was ist denn da drüben auf in der Tür? Sprinten wir einmal hin. Ja, ich weiß, verbraucht Energie. Hier haben wir noch ein bisschen was. Und zwar Revolvermunition. Wir haben aber keinen Revolver, das ist ein bisschen schade. Und mehr nicht. Das ist natürlich blöd. Das hat sich irgendwie nicht gelohnt. So, dann würde ich sagen, geht's weiter im Programm. Wir benutzen einmal den Aufzug, um ins nächste Stockwerk zu kommen. Oh yeah! Let's do the Hawk Dance. Okay. Was ist das? Tutorial verfügbar. Augmentierung, ja, das interessiert mich jetzt. Um neue Fähigkeiten oder Augmentierungen freizuschalten, müssen Sie Erfahrungspunkte EP sammeln. Diese erhalten Sie, wenn Sie Primärziele erreichen, Nebenmissionen meistern oder spezielle Boni erreichen, indem Sie eine Mission beispielsweise absolvieren, ohne entdeckt zu werden. Okay. Haben Sie genügend EP gesammelt, erhalten Sie einen Praxispunkt. Praxispunkte schalten Upgrades für vorhandene sowie völlig neue Augmentierungen frei. Okay, das sind die Skillpunkte. Praxiskits, die Sie finden oder in Limp-Kliniken kaufen können, gewähren Ihnen auf der Stelle Praxispunkte. Okay. Um Augmentierungen oder Upgrades freizuschalten, wählen Sie sie im Augmentierungsbildschirm aus, prüfen Sie den Preis und aktivieren Sie sie, wenn Sie es sich leisten können. Ja, wenn man sich alles leisten könnte, wäre das toll. Also das hier ist ein Praxiskit. Cool, dann kann ich die Skillpunkte auch finden. Oder kaufen sogar. Dann, was? Tabulator upgraden. Ah, okay. Dann hier, Augmentierung. Da muss ich gerade mal eben schnell durchgucken, was haben wir denn? Schädelaugmentierung, Sozialoptimierer, Radarsystem, Pfadfinder, nein. Infolink, Schleichoptimierer, sowas finde ich toll. Hecktarnungserweiterung, nö. Hecken verstärken, Heckanalyseerweiterung, Hecken übernehmen. Okay, das ist einiges. Da müssen wir uns, glaube ich, dann mal beschäftigen. Typhoon-Sprengsystem. Das will ich auch haben. Oh, was ist das? Kostet aber 2. Okay. Also dann kann ich ja schon mal ein bisschen festlegen, was ich gerne haben würde. Typhoon-Sprengsystem, falls ich mal in Nahkämpfe gerate. Schleichoptimierer zeigt tarnungsrelevante Informationen wie Sichtfelder sowie letzte bekannte Positionen und ermöglicht die Markierung und Verfolgung von Zielen aus der Distanz. Das will ich auch auf jeden Fall haben. Kostet auch 2 Punkte. Ich glaube, ich muss mir hier echt sowas wie einen Skillplan zurechtlegen. Ich glaube, ich fange mit der Schleichoptimierung an. Das heißt, wir müssen noch mindestens einen Praxispunkt irgendwo her erhalten. So, hier sind doch jetzt bestimmt wieder... Ja, da sehe ich doch schon das blaue Licht. Aber die werde ich umgehen können. Da ist nämlich ein... Huch, Tutorial verfügbar. Fortgeschrittenes Hacken. Zu den Hindernissen, die Sie hacken können, gehören Geschütztürme, Kameras und Roboter. Oh. Sie müssen nur das dazugehörige Sicherheitshub finden und hacken. Okay. Die Programme Übernehmen und Verstärken sind Ihre wichtigsten Hacker-Tools. Sie können diese durch Hack-Augmentierungen optimieren. Okay, ah, dann, ja. Die Stufe eines Knotens bestimmt, wie schnell ihn das Netzwerk verarbeiten kann. Das heißt, wie lange er Knoten braucht. Knoten höherer Stufe machen das System daher langsamer. Okay. Sie können das Netzwerk weiter verlangsamen, indem Sie Knoten verstärken, um so Ihre Stufe zu erhöhen. Außerdem können Sie einen Stoppwurm einsetzen, um den Suchprozess einige Sekunden lang völlig lahmzulegen. Darüber hinaus können Sie beim Übernehmen von Knoten das Nuke-Virus einsetzen, das die Gefahr, entdeckt zu werden, auf 0% senkt. Okay. Die Programme Nuke und Stop sind Viren, die beim Einsatz verbraucht werden. Ja. Ihr Vorrat ist begrenzt, also setzen Sie sie überlegt ein. Ein Zähler in der rechten oberen Bildschirmecke erleichtert es Ihnen, den Überblick darüber zu behalten. Ich hab gedacht, ich kann das 3 Knotentypen, die Sie übernehmen können. Verzeichnisse sind bedeutungslose Datenspeicher.
Ihr einziger Zweck besteht darin, sie ihrem Ziel näher zu bringen. Ja, aber ja schon kennengelernt. APIs sind Systemfunktionen, die sie gegen das Netzwerk einsetzen können. Sie können das Netzwerk verlangsamen oder Knotenstufen senken, um deren Übernahme zu erleichtern. Datenbanken enthalten wertvolle Informationen, die ihnen Geld, Programme oder sogar Erfahrungspunkte bringen können. Okay, die müssen wir mal einnehmen. Auf dem System entdeckte Belohnungen gehören nur dann ihnen, wenn sie es hacken. Andernfalls können die Belohnungen nicht heruntergeladen werden und bleiben auf dem System. Abgesehen von Kameras und Türen können sie ohne das entsprechende Augmentierungs-Upgrade keine Sicherheitssysteme abschalten. Toll. Das bringt das ganze Hacken dann... Naja. Erstmal schön, dass wir Erfahrungspunkte kriegen können. Durchs Hacken. Das finde ich schon mal sehr nett. Irgendwo hier wurde gerade gezeigt, dass... Ach, guck mal, was ist das? Da ist das Sicherheitsterminal. Das hätte ich gerne. Einmal schnell durchschleichen. Und... Ja, hier ist auch keiner drin. Das ist gut. Was haben wir da? Nuke-Virus, das ist gerade erklärt worden. Stoffwurm ist auch gerade erklärt worden. Natürlich werden wir dann auch erstmal mit den jeweiligen Items beworfen. Und du bist ein Sicherheitsterminal. Von Dutchman. Okay, das wird gehackt, würde ich sagen. Und Sicherheitsstufe 1, Versuche übrig, 5, ja, kriegen wir hin. Okay, was haben wir denn hier? Einmal einen rauszoomen. Also die Teile waren dafür, um das System zu blockieren oder zu verlangsamen. Dann würde ich sagen, hacken wir das. Und dann war das, waren Bonus-Sachen, die wir... Oh, wir sind aufgeflogen, dann müssen wir uns vielleicht ein bisschen beeilen. 29 Sekunden haben wir noch. Zurück. Na komm, nimm das ein. Hm, den auch. Da unten ist übrigens noch einer, fällt mir gerade auf. So, 20 Sekunden noch. Kann ich mir den Stoppwurm sparen? Ich glaube ja. Oh yeah! 100 EP, ein Nuke-Virus. Das ist super und wir haben nicht mal was ausgegeben, um da reinzukommen. So. Geschützt, ja, Zugriff verweigert, keine Verbindung zu den Türen. Hat uns jetzt nichts gebracht, weil wir natürlich die Augmentierung noch nicht haben, wie sie uns gerade erklärt haben. Was eigentlich schade ist, weil ich gedacht habe, hier an dem Geschützding komme ich irgendwie vorbei. Aber da werde ich wohl den alternativen Weg durchs Rohr nehmen müssen. So... Reisender, 100 EP, das ist auch gut. Damit kann ich mich auch zufrieden geben. Und... Damit... wären wir am Ende. Gut. Ach, guck mal. Ich weiß, wo wir sind. Da ist das Teil und du bist das Geschütz, wa? Ja, zu schwer, dich kann ich nicht bewegen. Schade eigentlich. Elektroschockpfeile, die nehmen wir noch mit. Und dann... schauen wir mal. 9 Meter bis zum Ziel... Das heißt, hier wird wohl der große böse Boss drin sein. Oh, eine Katze. Ich dachte, die sind Gegenaugmentierungen. Weg von der Konsole! Sofort! Helfen Sie mir! Ja, dann bitte. Au! Schweinerei hier. Oh. Patsch, da hat er sich weggeballert. Pritchard, sind Sie da? Wo sollte ich sonst sein? Keine Ahnung, Kaffee trinken? Geben Sie mir Sheriff, sofort! Hallo? Adam, hier ist David. Haben Sie den Taifun? Ja, aber Sie hatten recht, dass noch mehr dahinter stecken muss. Ich habe hier nämlich einen toten Puristen mit hochinteressanten Gehirnimplantaten. Nicht anfassen. Wir brauchen einen Experten, der seine Neuralknoten rausholt, falls eine Sprengladung dranhängt. Verstanden. Was ist mit Sanders? Das SWAT setzt mich unter Druck, Sie reinzuschicken. Finden Sie ihn zuerst und kümmern Sie sich um ihn. Ach, das war gar nicht Sanders. Das war wahrscheinlich der Techniker, von dem am Anfang geredet wurde. Was der alles für mich dabei hat. Cyberboost Pro Energy Packet, Credits und ein Nuke-Virus. Oh, nehme ich alles mit. Dankeschön.
Heißt, das hat jetzt gar nichts gebracht. Standardgewehrmunition. Dann, hat der hier sein Gehirn umsonst am Schrank verteilt. Toll. Naja, wir haben den Typhoon, allerdings noch nicht den großen Bösen. Und den schnappen wir uns dann im nächsten Part von Deus Ex Human Revolution. Ich bin euer Razor LP und ich verabschiede mich für heute. Tschüssi!